verschwindet. Erstmal kurz gucken, was er kann. Und hast du irgendwas? Aldrunführer. Okay. Sind wir mal ganz ehrlich. Oh, Diebesgilde. Oh oh. Oh oh. Engoth, der Juwelier, ist der Merlin. Warte. Der ist doch hier in der Taverne, oder? Nun, warum möchtet ihr das wissen? Oh oh, Diebesgilde. Was? Warum sollten Sie meinen Tod wünschen? Reden wir erstmal. Was wäre, wenn ich die Stadt verlassen würde? Würdet ihr mich gehen lassen und dann berichten, dass ich geflohen bin? Ich würde gerne mich noch mehr mit ihm unterhalten. Oder ihm irgendwie nochmal drohen. Hey, hör mal, Junge. Du verschwindest. Du haust ab und rennst so weit weg, dass dich niemand, der dich kennt, jemals wieder finden wird. Dann würde ich sagen, okay, hau ab. Aber sind wir so ehrlich, ich will jetzt nicht einfach den killen, also... Hab Dank, Grond. Ich werde bald gehen. Möge Stenda über euch wachen. Sprich schnell! Weil auch, um ganz ehrlich zu sein... Huch, Athletik verbessert. Nice. Ich muss weiter. Ja, ich weiß. Ich bin nur ein kleines Licht in der Kriegergilde. Noch. Aber dass mir einfach so ein Auftrag gegeben wird, ja, töte den. Es gibt keine Begründung. Ich werde einfach wie ein Söldner behandelt. Ich hätte schon gerne irgendwie näher erfahren, was jetzt Sache ist, ne? Einfach, ja, töte ihn, weil er kann einfach nicht seinen Mund halten, wurde gesagt. Aber das war's dann auch schon. Ob es auch noch andere Dialogoptionen gab, durch die ich ihn hätte ein bisschen mehr herausquetschen können, ich weiß es nicht. Egal. So, mein Freund, der ist beseitigt. Gute Arbeit, Ron, solange Zungenkröte seinen Mund hält. Hier ist euer Geld. Sehr gut. Mehr Befehle. Okay, noch ein Kopfgeld für einen Khajiit. Na gut, wir haben auch bisher Kopfgeldaufträge gemacht und sie einfach erledigt, ohne sie in Frage zu stellen, also... Aber wenn die Möglichkeit gegeben wird, sie laufen zu lassen, gerne. Droshaka oder Saka. Saka! Ich wollte Shaka sagen, aber da ist ja kein H nach dem S. Also Drosakha. Nice. Na, wie geht's deinem Sackha? Ich habe Kopfgeld für den Khajiit-Banditen bekommen. Er versteckt sich hier in Vivek. In Hl-Olms. Heiligen Olms, glaube ich. Okay. Glaube ich. Okay. Müssten wir wohl ein bisschen suchen. Und auf der Insel da mal andere Leute fragen. Wie sieht's aus mit der Beförderung? Immer noch erfüllt eure Aufgaben und übt eure Fertigkeiten. Ich grüße euch. Möge das Glück eure Reisen begleiten. Ja, danke schön. Vielleicht zeigt er mir diese Meldung an... Ihr seid gebildet. Selbst wenn es einfach nur, wenn mir nur die Fertigkeiten fehlen... Weil wenn einem Aufgaben fehlen, dann sagen die ja immer, einige zweifeln an eurer Hingabe. Und das sagt ja dann über die Aufgabe was aus, aber bei den Fertigkeiten, oh, gleich die Insel da drüben. Nice. Hüp. Nein, komm. Hüp. Hui. Oh, ich bin so gut. Einfach mal eiskalt. Hüp. Bodensektion. Was sagt mir mein Questlog? Irgendwo in Vivek. Drosakha. Gucken wir mal, ob wir hier jemanden... Warte, ich bin schon in der richtigen Insel, oder? Nein, Redoran. Dammit. Warte mal, wo ist denn... Delin? Olms, das ist Olms. Also... Genau, hier will ich noch niemanden schlachten gehen. Nein, Olms. Ich muss eine Insel... Ja. Das ist hier die Arena. Ich glaube, hier gab es keine Arena-Quests, so wie in Oblivion, Nerim und so weiter. Okay, in Skyrim gab es dann auch wieder keine Arena mehr. Hier müsste Olms sein. Ja, genau. Olms. Sehr gut. Bodensektion. Ja, gucken wir mal kurz nach dem Platz. Ich würde sagen, ich fange einfach ganz oben an und dann arbeiten wir uns nach unten durch und schauen einfach, ob wir irgendwen finden können, der Informationen für uns hat.
Ich würde mal sagen, da meistens hier oben, oder was heißt meistens, vorhin war eine Taverne oben. Vielleicht können wir da Informationen abgreifen. Also, ich suche einen gewissen Herrn Sakha. Oh, da haben wir ihn schon. Den kenne ich nicht. Schaut drüben in der Wohninsel. Hier bin ich doch gerade. Viele zwielichtige Gestalten in jenem Teil von mir weg. Zwielichtige Gestalten, okay. Beeilt euch. Sakha. Vielleicht, weil ich jetzt gerade hier... Spukhaus. What? Cool. Lass mal rein. Hab ein bisschen Angst. Spukhaus? Wow, Schloss 50. Lalalala. Lass einfach mal kurz öffnen. Und vielleicht nochmal davor richtig speichern. Wie weg, ey, wenn in der Hauptstadt ein... Spuk... What the... Oh Gott. Okay. Oh man. Spukhaus? Steht hier nicht herum! Jesus, Garding der Wagemutige. Ah, du hast dich auch getraut, ins Spukhaus zu laufen, oder was? Typisches Babyface übrigens. Ach, keine Quest, nix. Okay. Sprecht zu mir. Sputet euch. Einfach, ich habe nur wenig Zeit. Einfach mehr Abenteurer hier? Nix zu Sakha. Ich werde nicht... Oh, ich dachte schon, die greift mich jetzt an. Okay, nee. Scheint eine Basis einfach für Leute zu sein, die sich hier verstecken wollen? Alles andere. What? Ich bin Arvela Falas, Schattenklingen und Hausvetter derer, die man oft einfach Fürstenhaus Klalo nennt. Also hier ist auch so eine... Spukhaus. Meine Zeit ist kostbar. Fasst euch also kurz. Da dachte ich schon, dass hier irgendwie... total was abgehen wird in dem Haus, aber scheinbar ist es nur so eine versteckte Basis für die Klalu-Anhänger. Ja. Interessant. Obere Ebene Süd 1? What? Hallo? Sakha? Nein, okay. Beeilt euch. Buch auf dem Bett. Nichts Interessantes. Oh, apropos Bücher in Morrowind. Es gibt voll die geile App. Ja, Achtung, ihr werdet das schon noch verstehen. Diese App, also ganz normal im Google Play Store für Android, ich weiß nicht, ob es auch für iOS gibt. Da, auf dieser App könnt ihr alle Bücher, da, wenn ihr die runterladet, dann habt ihr auf eurem Smartphone alle Bücher von Arena, Daggerfall, Morrowind, Oblivion, Skyrim. Und ich werde jetzt immer so, wenn ich so unterwegs bin, zu meiner Freundin zum Beispiel, werde ich immer schön die Bücher von Morrowind lesen und dann werde ich vielleicht ein bisschen Hintergrundwissen erlangen. Gab es hier auch eine Pilgerreise oder so? Ich werde euch zuhören, aber fast. Ich will nur gucken, ob die hier irgendein Artefakt rumstehen haben, was ich vielleicht anbeten soll oder so. Wobei, mir fällt gerade ein, das Artefakt in Vivec war doch irgendeine Statue. Irgendjemand, als ich das erste Mal in Vivec war, hat mir dann irgendjemand gesagt, ey, Stone, du hast das verpasst. Dort war schon die Statue, nach der du gesucht hast. Okay, ich glaube, hier auf dem Platz werde ich keine Informationen finden. Obere Ebene Nord 1. Was ist Nord 1? Eine Wohngemeinschaft oder so? Okay, hier gibt es definitiv nichts. Hier noch irgendwas Interessantes. Haus Jüngling. Ist egal. Ich gehe mal kurz runter in die Bodensektion. Hier, glaube ich, ist nämlich der Wohnbereich. Da wohnen die ganzen Leute. Schneider und Färber Halle. Oh, das klingt interessant. Werden wir da gleich so ein paar... Oh, wie schön viele Klamotten. Oh. Meine Zeit ist kostbar. Oh. Fasst euch also kurz. Oh. Da brauchen wir gleich mal so ein paar wertvolle Sachen. Wie heißt die nochmal? Besonders teure? Hat sie gar nicht. Für die Verzauberung. Ich bin immer noch auf der Suche nach stylischen Roben. Und du verkaufst mir gar nichts.
Okay, ist egal. Ich gehe jetzt erstmal hier so Stück für Stück alle Eingänge durch. Olms, nee, da geht's raus. Du, 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 du. Bauern- und Arbeiterhalle. Beeilt euch. Warte mal, wie ist der nochmal? Du, ach so, genau. Klar, Sakka. Du sagst auch, drüben in der... Ihr dürft sprechen. Warte, was für ein Laden war es? Ein Alchemist oder nee, irgendein Resteverkäufer. Sprecht zum... Achso, Bauern- und Arbeiterhalle, genau. Hier führt es wieder raus. Dann habe ich in dem Gang hier alle. Wo ist der? Vielleicht ist der Wohnbezirk noch weiter unten. Ausbildung, wer bist du? Ist egal, brauche ich nichts. Warte. Sakka? Ich bin doch... Ja, ich bin ein Heiligen Orms. Ich dachte gerade eben, vielleicht bin ich doch irgendwo vorhin falsch abgebogen oder so. Schneider-Färberhalle. Brauer- und Fischhändlerhalle. Oh Mann. Fasst euch kurz oder geht. Nope, alle sagen mir immer nur Wohninsel, Wohninsel, Wohninsel. Vielleicht ist das echt weiter unten. Gucken wir jetzt hier diesen Gang nochmal kurz. Brauer und Fischhändler, einfach der andere Ausgang, okay. Das ist einfach nur raus aus dem Gebiet. Gerber- und Schürferhalle. Kajit, nein, okay. Ich spreche sie gar nicht mehr mal an, weil die werden mir alle wahrscheinlich einfach sagen, ey, Wohninsel! Okay, und dann fehlt mir noch das. Gerber- Schürferhalle. Bauernarbeiterhalle, okay. Ihr dürft sprechen. Oh, nice. So, wo bin ich jetzt hier? Kannst du mir etwas zu dem sagen? God damn it. Wohninsel. Fasst euch kurz oder geht. Kanäle, nee. Kanäle will ich auch nicht. Wo ist denn diese Wohninsel, hallo? Sind Wohninseln für das gemeine Volk und die Armen. Ah, der Großteil des Handwerks. Der Großteil des Handwerks und der Leichtindustrie sind auf diesen Wohninseln angesiedelt. Gesiedelt, ja. Dann bin ich hier doch gerade auf der Wohninsel. Sprecht. Doch in den Kanälen? Jesus, ist das laut hier. Wie den Kanälen einfach irgendwelche Schädel haben. Oh! Nein. Handel? Janar treibt keinen Handel. Janar hat den Zucker? Was hat Janar mit dem Handel zu schaffen? Verschwindet einfach und lass Janar allein. Ich dachte immer, die meinen mit Wohninsel vielleicht irgendwie den Wohnbereich oder so. Hier komme ich einfach wieder hoch auf die andere Seite. Oh Mann, so viele unterirdische Kanäle. Da waren ja jetzt ziemlich viele Eingänge in die unterirdischen Kanäle. Oh man, oh man, oh man. Aber noch einen anderen Durchgang. Und zwar hier. Lager. Boom! Overkill mit Umbra. Boom! Just because I can. Nimm mal mit. Psst, niemand hat das gesehen. Oh Gott, vergiss es, ich werde jetzt nicht alles hier durchgehen. Aber Stone! In der dritten Truhe von hinten links hättest du ganz offensichtlich irgendwas super Seltenes bekommen. Ups. Ups. Woher höre ich die Schritte? Psst. Nicht stören! Ich bin gerade schwer beschäftigt hier. Na komm schon! Knack diese Truhe! Was ist los mit dir? Du hast schon schwierigere Truhen geknackt. Was für ein Müll. Ich suche immer noch den Kajit. Ja, wegen 4 Draken werde ich das hier aufsammeln jetzt. Kurz mal speichern, dass mir niemand hier an die Gurgel will, wenn ich das aufknacke.
Nice. What? Achso, ich dachte gerade eben, irgendein Schwert hätte nach mir ausgeholt. Noch eine Tür mit einem Schloss. Schloss 50 sogar. Da könnte vielleicht sogar was Wertvolleres drin sein. Als das, was wir bisher hatten. Haben wir kein Problem, haben wir das hier. Mist. Haben wir das hier. Mist. Haben wir das hier. Yay! Bald brauche ich wieder einen Mana-Trank, wenn das so weitergeht. Wo kommen wir hier raus? Das führt mich doch wieder... What? Nice, Langwaffe wie ein Level Up. Nee. Oh, wow, sind das viele. Oh mein Gott. Das Schwert ist eigentlich ziemlich lang, aber ich habe irgendwie nicht so eine hohe Reichweite. Ich muss ordentlich näher dran gehen, um zu treffen. Oder liegt das tatsächlich jetzt hier daran, dass mein Langwaffe-Skill halt erst auf 70 ist? Und ich nehme mal jetzt nicht das ganze Knochenmehl hier mit. Oh, 8 aber. Aber 8? Okay. Vielleicht kommen wir hier jetzt an bei einem... Oh, Jesus. Alles verschlossen. Mann, oh Mann. Ich wollte gerade sagen, vielleicht kommen wir hier jetzt an ein paar brauchbare Schätze. Warte mal, das sind doch hier die Dietriche, die ich erst letztens gekauft habe. Ich glaube, ich habe irgendwelche Dietriche mit mieser Qualität geholt. Oh, okay, das war schon besser. Aber ansonsten irgendwelche geholt, die eine miese, miese Qualität haben. Ich meine, das kann ja nicht daran liegen, dass vielleicht meine Sicherheits-Schloss-Knack-Tagesleistung gerade schlecht ist. Nee, 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 das sind alles die miesen Dietriche. Und die Falle. Sehr gut. Da siehst du, die Sonde, die war super. Ja, paar Draken, ja. Mehr als vorher, immerhin etwas. Levitation. Brauche ich nicht. Sonst nix. Okay. Wartet mal, lasst mal vielleicht noch kurz zumindest eine Heilung einwerfen. Auch nichts? Okay. Standardprozedur. Also hier muss jetzt was drin sein, also komm, ich mache mir extra die Mühe, nicht nur hier erkunden zu gehen oder sowas, sondern extra den ganzen Dreck für die freizuräumen. 111 Münzen, naja. Heiligen Felms. Mist, habe ich absorbiert. Gib mal den echten. Wieder absorbiert. Okay, jetzt habe ich das, glaube ich, bekommen, aber... Hier, Wiederherstellung, 5 Punkte. Das war's? Ja, das war's. Gab's hier noch irgendwas? Ja, ihr habt keine Krankheit. Gut, dann halt nett. Ich glaube, jawohl. Gut, haben wir mal hier ein bisschen bei denen aufgeräumt. Aber nicht vergessen, meine Freunde, mir wurde ja gesagt, hier auf dieser Hüllolms, in diesem Bereich... Ah, laut. Soll ich mich genauer umgucken, weil es da was gibt, was angeblich ordentlich was wert ist? Oh, wow. Das ist ja hier noch größer als erwartet. Kann ich hier durch? Was? Hier komme ich durch?